Ganz persönlich war ich schon sehr betreten und auch verblüfft darüber, dass jemand so einen Unfug einfällt. Aber ich habe mich dann mit den sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern besprochen und deren Tenor war eigentlich, am nächsten Montag kommt schon wieder ein Profil und vergessen wir das. Ich habe es nicht so schnell vergessen, wie die Kollegen gemeint haben, aber auf der anderen Seite haben wir es doch als eine gemeinsame Sache, weil ja auch das SPÖ-Team als Verhandlungsteam kritisiert wurde in dem Giannini-Artikel. Ja. Ja. Und wir haben das selbstverständlich nicht so empfunden. Ja. Man muss ja bedenken, dass die Verhandlungen ja nicht ich allein führe. Das ist ja in den Themenkreise eingeteilt und die haben gesagt, wir haben verhandelt, um wieder eine Regierung zu bilden und um das Beste herauszuholen. Und ich würde sagen, so nach 2-3 Wochen haben wir es eigentlich gemeinsam weggelacht. Mhm. Und damit war das eigentlich erledigt. Es gibt in Wirklichkeit über all die Jahre, wenn ich zurückdenke, bis heute ja immer wieder Scharmützel zwischen Politikern auf der einen, Journalisten auf der anderen Seite. Und da hat es unter Umständen also viel, viel ärgere oder viel, viel wichtigere Themen gegeben. Denken Sie nur an Fälle wie Lucona, wie Noricum, mhm. wie das Nicht-Zustande-Kommen des Kraftwerks Heimburg, mhm. Die Schießereien an der steirischen Kärntner mhm. Grenze im Jugoslawienkrieg. Ja. Also das war ja alles in Wirklichkeit so nicht nur wichtiger und schwerwiegender, aber die Politik läuft ja unglaublich schnell ab. Das heißt, man muss sich heute mit etwas beschäftigen, aber nächste Woche schon wieder was anderes. Und da muss man auch abwägen, was dringlicher ist. Und, mhm. Ja, so. Forget about it. Okay, forget about it.